herzlich willkommen zu dem heutigen Online-Seminar im Mai. Heute geht es um Haushaltsauflösung und um Entrümpelung. Und ich habe meinen Gast zu begrüßen. Das ist Erik Lorenz. Guten Abend, Erik. Wir kennen uns aus unserem gemeinsamen Netzwerk. Und du bist von Beruf Entrümpler, wie man so im Volksmund sagt. Du machst Haushaltsauflösungen. Und das ist ein Thema, was sehr viele Senioren quält, das Thema Haushaltsauflösung, denn viele haben einen sehr gewachsenen Haushalt über Jahrzehnte. Da hat sich viel angesammelt und jetzt geht es in die Phase, sich zu verkleinern beziehungsweise sich vielleicht ganz zu verabschieden von einem größeren Haushalt in Richtung kleinere Wohnung oder ja, Seniorenheim oder sogar Pflegeheim, also wenn es ganz kritisch ist. Und das ist schon etwas, was viele sehr quält, dass sie da so viel wegtun müssen. Und du kannst da bestimmt sehr viel dazu sagen, zu diesem Thema. Ja, genau. Das ist unser Spezialgebiet. Wir machen nicht nur normale Aufgaben eines Entrümplers, sondern haben uns auch darauf spezialisiert, ältere Menschen umzuziehen und achten da auch drauf, dass die Leute bei diesem ganzen Weg begleitet werden von uns. Das ist ganz wichtig. Und auch auf die Besonderheiten von alten Menschen nehmen wir Rücksicht und versuchen, dass das alles schmerzfrei von dann läuft. Okay. Und wie geht ihr da vor? Also jetzt zunächst mal, ihr macht also Haushaltsauflösung, Hausmeisterservice, Gebäudereinigung. Also ihr von der Firma JS Facility Service, Kleintransporte und so weiter, auch Umzüge. Mhm. Und ihr habt euch auch besonders den Senioren angenommen. Und was macht ihr alles? Ja, also das ist unsere Aufgabengebiet. Aber, Entschuldigung, das ist unser Hauptaufgabengebiet. Aber wir haben gemerkt, dass Senioren ein ganz besonderes Sektor sind, den man sich annehmen kann. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt hier eine Wohnung von einem älteren Mann, der wirklich viel gesammelt hat. Und da war es so gewesen, dass die Verwandten in Kanada leben und der Mann hier ganz alleine war. Und wir kamen dann in die Wohnung rein und dann hat es schon angefangen mit, er möchte alles mitnehmen in seine neue 20 Quadratmeter Wohnung, Zimmer im Altenheim. Und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir uns wirklich die Zeit genommen, haben uns angehört, was ihm wichtig ist, haben das schon mal zur Seite geräumt und ihm auch ganz oft erklärt, dass er nicht alles mitnehmen kann. Und das ist halt, das kostet Zeit, aber da sind wir auch drauf eingestellt. Auch unsere Mitarbeiter haben wir extra geschult mit dem Umgang mit Senioren. Und ja, das wird sehr gut angenommen. Okay. Und was macht ihr jetzt so konkret? Weil es ja so ist, oft gibt es ja auch vieles, von dem Senioren sagen, das höre ich immer wieder, ach, das ist doch viel zu schade wegzuwerfen. Das kann doch bestimmt noch einer brauchen, das kann man verkaufen. Du hast ja so deine eigenen Erkenntnisse in dieser Richtung. Ja, da spielen sich manchmal Dramen ab. Da wird dann halt der Schrank, der damals 2500 D-Mark gekauft hat, der wunderschön da steht, wird gesagt, den kann man doch noch benutzen. Aber leider ist es so, der Möbelmarkt ist tot. Die Leute möchten das nicht wieder. Wir hatten letztens einen wunderschönen Schrank, 120 Jahre alt, mit Holznägeln verarbeitet, wunderschön. Niemand wollte ihn haben. Der Flohmarkthändler nicht, der Antiquitätenhändler nicht. Als wir auf den Sperrmüll gestellt haben, selbst da wurde er nicht mitgenommen von jemandem privaten. Der Markt ist da leider tot. Wir versuchen immer zu gucken, was noch Sache ist. Manchmal gibt es ja auch was. Da haben wir einen befreundeten Antiquitätenhändler. Da stellen wir dann den Kontakt her und sagen, hier, vielleicht ist das mal interessant. Den empfehlen wir. Der kommt auch und guckt sich das an und klärt das dann mit der Person selbst. Aber leider muss ich sagen, verwertbar in Wohnungen ganz schlecht und ganz, ganz schwierig. Die Leute haben da
andere Vorstellungen, weil sie das halt meistens neu gekauft haben und jetzt gibt es dafür kein Geld mehr. Also das ist eine Erkenntnis, die ich auch habe, dass eben vieles überhaupt nicht mehr genommen wird, nicht verkaufbar ist. Es ist wirklich sehr, sehr schade, weil es ist wirklich sehr viel Hübsches dabei, ja, so auch Antiquitäten. Das hat überhaupt keinen Markt mehr, ja. Man bekommt keinen Cent dafür. Es ist sehr, sehr schade, ja. Was kann man denn tun? Gibt es eigentlich so Firmen, die sowas brauchen können, zum Beispiel für Flüchtlinge oder? Wir haben auch das haben wir abgeklärt mit Stiftungen, die in Mainz sind. Oder früher gab es auch das Spatz, das Sozialkaufhaus. Das gibt es alles nicht mehr. Und nein, man bekommt das eigentlich. Die Lager sind voll, auch bei den Spenden fürs Ahrtal. Die Lager sind voll. Es wird einfach nicht mehr gebraucht. Und so einen Schrank auseinanderzubauen, oft baut man den auch auseinander und kriegt ihn nicht mehr zusammen. Das ist mehr Arbeit, ihn wieder zusammenzuschrauben, wie einen neuen zu kaufen und den zusammenzubauen. Oft ein Kostenfaktor. Das bringt einfach nichts mehr. Eventuell noch Bilderrahmen. Das ist momentan noch ein bisschen Mode, dass man sich einen Bilderrahmen, das Bild rausnimmt und den Bilderrahmen dann einen Spiegel reinsetzt oder ein anderes Bild. Aber auch da gucken wir und empfehlen. Wir sind keine Profis, was Antiquitäten angeht, aber wir haben schon eine gewisse Erfahrung. Und wenn wir da was sehen, dann, wie gesagt, sagen wir hier, das könnte, setzen Sie sich schon mal mit dem Antiquitätenhändler hier, darf der mal vorbeikommen, mit Ihnen reden und das machen die beiden dann miteinander aus. Da Genau. lassen wir diese Sachen weg. Und wenn zum Beispiel so Münzsammlungen oder Briefmarkensammlungen, was ist damit? Also Münzsammlung ist klar, gleiche Geschichte, Antiquitätenhändler, da lassen wir die Finger weg. Briefmarken, muss ich ehrlich gestehen, ist nichts mehr wert. Gar nichts. Sie können, wir haben wunderschöne Briefmarkensammlungen von, geht in den Papiermüll. Wenn da nicht die ganz besondere dabei ist, da geht nichts. Das ist, der Markt ist tot. Ich habe bei Briefmarkensammlern angerufen, die wollten nicht mal, dass ich ihnen die für den Kunden gratis zuschicke. Das wollten die nicht. Die haben gesagt, das ist Zeitverschwendung. Also haben wir die wirklich, der Mann hat sehr viel Geld dafür bezahlt, auf den Müll geworfen. Das ist Tja, traurig. das ist ein bisschen traurig. Und was ist mit Münzsammlungen? Ja, wie gesagt, Münzsammlung, das ganz selten, aber da geben wir weiter. Das geben wir weiter an unseren Antiquitätenhändler, dass der das mit dem ausmacht. Da lassen wir, wir wollen ja nichts Falsches sagen. Zu schnell ist da was falsch empfohlen und dann sind wir schuld. Was wir halt leider auch schon oft hatten, ist dieses berühmte Katzengold, Autobahngold, wo alte Menschen, ältere Menschen denken, sie hätten da etwas Gutes gekauft. Aber auch das erkenne ich mittlerweile ganz schnell, wenn man so einen Ring nimmt und an ihm reibt und darin riecht, das hat einen ganz besonderen Geruch. Ganz oft, dass wir Falschgold haben. Das sagen wir dann immer und dann ist die Enttäuschung manchmal groß. Da hat ein Herr hatte da 1300 Euro für bezahlt, der Wert war dann 35 Cent. Da kann man nichts Genau. machen. Also macht ihr das auch, dass ihr dann in Kartons einräumt, das, was derjenige noch mitnehmen möchte? Macht ihr das so einen Service? Ganz genau. So ein Das ist Packservice, es ja. bei, wir haben das wirklich öfters, dass Rentner hier wohnen und die Familie weiter weg. Und dann kommen wir dahin, hören uns das an in unserem Vorgespräch, was überhaupt zu erledigen ist. Und dann hören wir schon raus, ja, ich hätte aber gern das Fotoalbum und ich weiß, das steht da oben auf dem Schrank und ich hätte gern das, das ist da hinten versteckt. Dann sagen wir natürlich, kein Problem. Da kommen wir dann vorher, vor der großen Aktion, packen dem das alles zusammen. Das kommt dann in eine Extrakiste und wir haben das auch schon auf dem Beifahrersitz vorgefahren oder als erstes reingeräumt, damit das ja gerettet werden kann. Und dass die Leute da auch nicht die Ängste haben, dass das jetzt verschwindet. So, dass da auch nicht aus Versehen auf dem Müll gelandet. Ja, das ist natürlich, ja, so ist das. Und
Wie könnt ihr das machen dann, wenn der also jetzt nur noch einen Sessel und ja, vielleicht einen Sessel hat und ein Tischchen? Ihr packt das dann auf so einen Kleintransport und schafft das dahin, wo der es dann haben will. Ja. Genau. Wir haben einen großen Transporter. Da kommt es rein und dann wird es dahin gefahren. Das ist ja kein klassischer Umzug. Das ist wirklich ein Stuhl, ein Tisch, ein Brettchen und auch die Kiste und das wird dann mitgefahren. Wenn natürlich jetzt Leute noch da sind oder da ist dieser wunderschöne Schrank von weiß Gott wann und der Onkel möchte das vielleicht oder der Sohn und er sagt, er wohnt da hier in der Nähe, dann bringen wir das natürlich auch noch dem Sohn oder der kann es abholen, aber das sprechen wir dann alles individuell ab, dass das dann auch nicht verloren geht. Also wir nehmen uns da wirklich Zeit für und gehen auf jeden Punkt ein, dass die Leute da keine Befürchtung haben. Okay. Und wenn alles ausgeräumt ist, dann ist ja oft die große Frage des Putzens. Wer macht das? Also bei uns ist immer, steht immer Besen rein. Das ist die Pflicht. Bei uns kann man sich darauf verlassen, dass es besenrein ist. Wenn es eine Mietwohnung zum Beispiel war und die Tapete muss noch entfernt werden, dann machen wir das auch noch. Und bei uns kann man sich darauf verlassen, bei uns ist kein Fisselchen mehr dran. Bei uns ist das dann wirklich ohne Probleme, kann man da sich darauf verlassen, die Wohnung übergeben, dass man die Wohnung übergeben kann. Nun gibt es ja Senioren, die sagen, ach, ich weiß doch ganz genau, dass ich das und das hatte und dass das da und da liegt. Aber da liegt es nicht. Was macht ihr denn in so einem Fall? Ja, da haben wir unser Spezialteam, unsere Auszubildenden. Die werden dann eingesetzt, die werden dann vorab natürlich ins Haus geschickt und dann wird gesucht. Ja, und man glaubt es nicht, sie sind erfolgreich. Der Auftrag hier lautete, finde den Tresorschlüssel. Und meine Tochter in der Mitte, sie hat ihn gefunden, genau in diesem Schrank. Lag der Tresorschlüssel vom verstorbenen Mann, konnten wir aufschließen und die Dame kam wieder an alle ihre Sachen, die noch im Tresor waren, Reisepass, Banksachen, alles Mögliche war da drin. Das wäre sonst richtig teuer geworden. Und ja, meine Töchter sind sehr erfolgreich. Sie können auch Kupfer und Blei unterscheiden. Und das ist dann für sie ihre Schatzsuche. Und ich kann versichern, wir zahlen über Mindestlohn. Also das waren 2 Eisbecher und 1 Spaghetti-Eis. die machen das auch mit Leidenschaft. Also sie machen ein gutes Geschäft. Und ich bin auch ganz stolz auf sie. Das sieht man dann auch rechts. Wie alt sind deine Töchter? Jetzt 8 und 9 Jahre alt. Und man sieht am Lächeln ganz rechts, sie waren glücklich. Das sind dann ihre Schätze, die sie finden. Sie nennen das Schatzsuche. Sehr schön. So kann man die Kinder spielerisch einbinden und die haben eine Aufgabe und freuen sich über ihren Erfolg. Sehr schön. Ja. Ja, das ist auch manchmal wirklich schon ein Drama, wenn man genau weiß. Und ja, ich hatte doch mal und das ist einem wichtig und ja, und dann ist es nicht da. Ja. Gerade Fotoalben sind ganz, ganz wichtig, was wir da schon gesucht haben. Taufbilder von der Oma. Wirklich Wahnsinn, was wir da schon suchen. Und meistens finden wir es auch. Also wir sind da schon gründlich, dass das auch wirklich da ist. Okay. Genau. Gut. Ihr bietet ja noch weitere, also ja, wie gestaltet sich denn eigentlich so die Preisfindung? Ja, das ist in letzter Zeit etwas komplizierter geworden. Also bei uns, wir kommen zu jedem Auftrag, egal wie klein, egal wie groß er ist, wir kommen kostenfrei vor Ort und gucken uns alles ganz genau an und besprechen alles, dass es keine Überraschungen gibt. Und deswegen gibt es bei uns auch Festpreisgarantie, meistens dazu später mehr. Ja, denn nicht nur die Lage und die Gegebenheiten des Einsatzortes müssen berücksichtigt werden. Es ist ein Unterschied, ob man im Erdgeschoss arbeitet oder im 4. Stock Altstadt ohne Aufzug. Da laufen die Leute, die Mitarbeiter, in der ersten Viertelstunde vielleicht 3-mal und danach werden die immer langsamer. Das ist ganz normal. Das muss man berücksichtigen, dass die da nicht 8 Stunden lang volle Karacho laufen können. Das muss man immer mit einberechnen. Da haben die Leute auch ganz oft falsche Vorstellungen, weil sie immer nur eine Kiste Wasser hochschleppen, was schon schwer ist. Aber unsere Mitarbeiter müssen dann wirklich pumpen. Und das ist körperlich sehr anstrengend und das ist auch zeitraubend. Das muss man gut einschätzen können.
Das ist die Kunst. Und die ordnungsgemäße Materialtrennung. Das ist ganz wichtig, dass man Holz trennt, Papier trennt, dass man das alles fein säuberlich trennt. Weil später beim Wertstoffhof sind da enorme Unterschiede, ob man eine Tonne Holz bringt oder eine Tonne Mischrott oder gemischter Müll. Das sind sehr, sehr große Unterschiede. Jedoch muss man beachten, dass Holz beim Sortieren muss man es dann halt nochmal in die Hand nehmen. Man trägt es runter, man legt es zur Seite, man sortiert es, man tut es in den LKW. Das ist immer ein Schritt mehr, der auch wieder Zeit kostet. Aber im Endeffekt, man viel Geld spart. Da nehme ich beim nächsten Punkt enorm gestiegene Entsorgungskosten. Es ist Wahnsinn, was die Entsorgung momentan kostet. Zum Beispiel Autoreifen. Was kostet ein Autoreifen zu entsorgen? 8 bis 10 Euro. Ja, was? Das müssen wir einpreisen. Wenn da 8 Autoreifen liegen, vier Sommer, dann sind das 80 Euro. Da können wir nichts dran ändern. Das müssen wir draufschreiben. Aber das erklären wir den Leuten auch, dass wir da jetzt nicht 200 Euro draus machen. Nein, es sind 80 Euro und fertig. Das muss man beachten. Ja, Anrechnung und Verwertung von Gegenständen, Elektrogeräte. Ganz selten. Es ist schwierig, weil der Markt da wirklich zusammengebrochen ist. Letztens hatten wir eine ältere Dame gehabt, die hatte dann noch 3 neue Waschmaschinen stehen. Warum auch immer. Sie waren neu eingepackt. Die haben wir natürlich alles. Haben wir geguckt, was haben sie gekostet, haben einen fairen Preis gemacht und haben gesagt, okay, das können wir noch nehmen. Und das haben wir dann gespendet. Das haben wir dann, ist okay. Also bei unserem Job, wir haben einen sehr harten Job und deswegen ist es auch dem Herrn Sobasic, dem Geschäftsführer und mir sehr wichtig, auch viel Gutes zu tun. Und das war dann so eine Sache davon, dass wir gesagt haben, die Elektrorede spenden wir jetzt, alles gut, und haben es angerechnet. Möbelbilder Falschgold, Möbel habe ich schon erzählt, es ist der Markt, sowas habe ich noch nicht erlebt, er ist am Boden. Bilder, nur die Bilderrahmen, kann man darauf achten, wenn sie getackert sind, sind sie nichts wert, wenn sie mit Holz zusammengemacht sind, dann könnte es was sein. So ineinander gesteckt, sagtest du, ja. Ganz genau. Dann, ja, das sind die guten. Und ja, das Thema Falschgold habe ich auch schon erlebt. Ganz dolle aufpassen. Kein Gold kaufen an der Autobahn oder am Bahnhof oder sonst irgendwo. Es ist zu schnell auch ein Fehler passiert und viel Geld versenkt. Also das muss man halt alles bedenken und dann darf man sich nicht wundern, dass es vielleicht nicht 500 Euro sind, die man nur für eine Entrümpelung bezahlt, sondern doch mehrere Tausend im Allgemeinen, ja, so was ich weiß. Und wenn man sich überlegt, wie viel so ein Haushalt alles ansammelt über Jahrzehnte, was dazu zusammenkommt im Keller und auf dem Speicher und angefangen von Blumentöpfen, wie gesagt, über Autoreifen, über sonst was, was da alles drauf ist, ja. Also auf so einem Dachboden oder was alles im Keller ist, ich habe es ja auch schon gesehen, ja. Ihr habt ja vor kurzem auch noch einen Keller entrumpelt oder zwei sogar, weil was ich vermittelt hatte, da war auch ein Zeugs drin, alte Farben, alte Lacke, dann müssen ja alle auf den Sondermüll, ja. Genau, und die müssen wir auch bezahlen, bei der Mülldeponie, das ist dann wieder ein enormer Kostenfaktor, gerade Farben und Lacke, und man wundert sich immer, so ein Keller, so ein kleiner Keller, 1 auf 2 Meter, da passt nicht viel rein, oh doch. Wenn das dann später, wenn man das dann im Auto sieht, sieht man, wie oft man gelaufen ist und wie viel das ist. Und so ein Keller, das kann schon viel sein. Der fasst sehr viel, ja. Ja. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Was würdest du sagen, wie kann jemand, der einen Entrümpler beauftragen möchte, erkennen, dass es eine seriöse Firma ist? Ja, weil es so mit Entrümpelung, da denkt manche einer, ja, wer weiß, was die da alles damit machen oder was das für eine Firma ist und wie kann man einen guten Service erkennen? Also das allererste, womit es anfängt, ist, dass der Entrümpler oder die Firma vor Ort kommt und sich es anguckt und das kostenfrei.
Das ist ganz wichtig. Das kennt man ja von manchen Schlüsseldiensten. Wir kommen und gucken uns wirklich alles an. Und dann machen wir ein Angebot. Über alles das, was wir gesehen haben. Natürlich passiert deswegen auch keine versteckten Kosten. Wir sagen den Preis und dann ist gut. Jedoch gibt es auch da immer wieder Ausnahmen. Letztens haben wir ein Haus geräumt, angeschaut, Preis ausgemacht, alles wunderbar. Ein Mitarbeiter geht aufs Gästeklo, macht die Tür hinter sich zu und sieht da plötzlich eine Tür hinter der Tür. Also hat er die Tür geöffnet und unten war ein wunderschöner, voller Weinkeller. Bis zum Anschlag gefüllt mit Müll. Ja. Mit Müll. Mit Müll. Was soll man da sagen? Ja, da mussten wir nochmal nachverhandeln. Das ist wahr. Ja. Aber ansonsten erkennt man das Gute wirklich, dass wir hinkommen und uns angucken und uns auch die Zeit nehmen und nicht am Telefon dieses klassische, schick mal Bilder. Eine Firma, die sich Bilder schicken lässt, das ist nicht seriös. Auf Bildern erkennt man einfach nicht die Sachlage. Man muss es mit den eigenen Augen sehen. Und auch das Stockwerk. Das ist, wenn einer fragt, welches Stockwerk? Es ist egal. Es gibt Stockwerke, das sind Doppelstockwerke, da muss man doppelt laufen. Es gibt welche, die fangen erst im zweiten Geschoss an. Muss man alles gucken und deswegen vor Ort kommen. Ja, ansonsten, was bei uns ganz wichtig ist, alle Mitarbeiter sprechen am Einsatzort Deutsch. Das ist gerade ganz wichtig bei Rentnern. Wir haben da schon die dollsten Erfahrungen gemacht und es ist einfach besser so. Unser Team kommt aus allen Herren Ländern und sie können nicht alle Deutsch. Und das ist auch gar nicht wichtig. Aber sie versuchen es. Sie springen zwischen dem Du und dem Sie springen sie manchmal. Aber die Leute merken direkt, ah, da wird versucht. Und wie gesagt, auf der Baustelle sage ich schon, am Einsatzort selbst ist immer jemand, der 100% Deutsch spricht und gut Deutsch spricht. Wir hatten da das Erlebnis gehabt mit einer 92-jährigen Dame, die hat mich angerufen und hat gemeint, Herr Lorenz, kommen Sie bitte vorbei, Ihre Mitarbeiter schlagen sich gleich, die streiten sich und schlagen sich gleich. Ich über drei rote Ampeln gefahren, da hingekommen, habe gemeint, was macht ihr denn hier? Und da habe ich nur als Antwort gekriegt, ja, Erik, was regst du dich auf? Ich habe nur gefragt, was wir uns beim Bäcker holen. Ich nehme einen Schokocroissant und Ali nimmt einen Cappuccino. Und da habe ich dann nur gemeint, über welche Entfernung habt ihr euch unter? Ah ja, über drei Autos. Ja, und welcher Sprache? Ah ja, auf der und der Sprache ist so, Leute, die Nachbarn haben gedacht, ihr bringt euch hier um. Könnt ihr euch mal einigen? Moral von der Geschichte, und das fand ich sehr schön, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Die Mitarbeiter hatten so ein schlechtes Gewissen, weil die 92-jährige Dame Angst hatte, dass sie ihr zum Mittag ihre allererste Pizza mitgebracht haben. Die hat dann zum allerersten Mal mit 92 Jahren Pizza gegessen. Und die Mitarbeiter haben sie dann am einen hat sie dann sich geschnappt, durch den Garten geführt, untergehakt und wir durften als Dank dann noch den Rasen mähen. Ja, aber da haben die Leute gemerkt, wie wichtig es ist und auch wir das Deutsch sprechen. Und es tut einfach gut, wenn morgens die Mitarbeiter kommen mit einem schönen guten Tag, guten Morgen. Ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Guter Service, keine versteckten Kosten. Was hast du dazu zu sagen? Ja, das ist das mit Versteckte dem, Kosten? ja, versteckte Kosten ist das mit diesem, ja, das machen wir so, das machen wir, wir finden das dieser klassische Satz, ja, das wird teuer, aber wir finden schon eine Lösung, da reden wir später drüber. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es kein Spät, wir reden später drüber. Wir reden da jetzt drüber und dann kommt das ins Angebot und dann kann man drüber nachdenken, ob man das machen möchte. Deswegen auch kein vielleicht oder sonst irgendwas. Wir bleiben bei dem, was wir sagen. Klar, verlieren wir da manchmal Aufträge, aber haben schon oft die Erfahrung gemacht, dass dann im Nachhinein der Anruf kam, ja, hat nicht Richtung funktioniert, können Sie doch noch kommen, den Rest machen. Dann haben wir natürlich auch geholfen, klar. Okay. Jo, dann habt ihr ja einen Antiquitätenhändler, den ich auch kenne, der in der Tat sehr, sehr schöne Sachen verkauft. Und also ihr zieht ihn zu Rate, wenn es notwendig ist, ja. Genau. Und was macht ihr noch? Ihr bedarf zum Beispiel Elektriker und Gaswasserinstallateure. Zum Beispiel haben wir in Mainz, in den Altbauten, vierter Stock, sind oft noch diese alten Gasherde.
oder Gasheizungen oder Öl, also da gibt es die tollsten Konstruktionen, die da dran sind. Und wenn Leute ausziehen oder ins Altenheim gehen, dann müssen die auch mit raus. Und an manche Sachen, das dürfen wir nicht und da trauen wir uns auch gar nicht ran, weil das zu gefährlich ist, und gerade bei Gas. Und dann haben wir befreundete Firmen, die da Vollprofis sind, und dann bieten wir das an. Wir sagen, sollen wir den mal holen, alles wieder für die gut deutlich sprechen. Und wir erklären, und wir geben uns viel Zeit zu erklären, warum das wichtig ist, dass wir jetzt nicht den Herd aus der Wand reißen, sondern dass der da hinten abgeschaltet werden muss oder abgedreht werden muss, weil die Folgeschäden, das geht nicht. Und es ist auch noch verboten. Genau, da stellen wir dann die Verbindung her und der kommt dann, und das hat bis jetzt, muss ich gestehen, immer gut geklappt. Dass es dann auch zeitlich hat das immer gut gepasst, weil wir unsere Termine ja da auch legen müssen. Genau, und ihr habt wirklich sehr viel zu tun, wie ich gehört habe. Gut, gehen wir zum nächsten. Ja. Moment, was ist mit der? Wir hatten die Faktor der Preisgestaltung. Ja, was bietet ihr sonst so alles an? Ja. Erik? Ja. Wir haben Ja. Wir haben mal angefangen als kleine Firma und da wurde erstmal alles draufgeschrieben. Aber unser Kernfaktor ist einfach diese kleinen Umzüge, Demontage und Entkernung und Haushaltsauflösung. Das ist so unser Steckenpferd. Wie gesagt, hauptsächlich mit den alten Leuten, weil wir das, unsere Mitarbeiter haben auch eine Schulung von meiner Frau bekommen, die arbeitet als Krankenschwester auf einer Intensivstation, wie man mit Leuten reden muss, dass man sie nicht anschreit, dass man deutlich redet, dass man sich Geschichten auch dreimal anhören muss. Und das auch gar nicht schlimm ist. Deswegen, also, das ist und bleibt unser Hauptding, diese Umzüge, oder Kleinumzüge von älteren Menschen. Okay. Ja, ja, und es gibt eine besondere Geschichte hier. Ihr habt ja als Firma, als seriöse Firma, bekommt ihr viele Aufträge vom Gericht bzw. vom Gerichtsvollzieher. Ja. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ihr seriös arbeitet, sonst würdet ihr ja diese Aufträge nicht bekommen. Und erzähl mal, was euch da so alles passiert. Ja, absolut. Ja, Gerichtsvollzieher, das sind immer gute Auftraggeber und da strengen wir uns auch an. Hier sehen wir zum Beispiel eine Wohnung eines Mannes, der 20.000 Euro im Lotto gewonnen hat und der hat das komplette Geld in Becks Gold investiert. Und da ist dann immer die große, aber er hat sie nie zurückgebracht. Und als das Geld aufgebraucht war und das Bier leer, ist er gegangen. Ja, und so hat die Wohnung dann ausgesehen. Und da haben wir dann auch geraten, wie viele Flaschen passen in eine Einzimmerwohnung? Ungefähr 35 Quadratmeter. Ja, es sind, ich weiß nicht, ob das auf der nächsten Folie kommt. Es sind. Ja, ja, das haben wir. Es waren fast 20.000 Flaschen, die ihr da rausgeholt habt. Ganz genau, 20.000 Flaschen. Unsere Mitarbeiter sind, also es war ein wirklich harter Job gewesen. Mhm. Und da haben auch noch die, also der Herr Subasic und ich haben mitgeholfen. Wir können nicht unsere Mitarbeiter in sowas reinschicken und es nicht selbst machen. Das ist gegen unsere Firmenphilosophie. Wenn wir was von unseren Mitarbeitern verlangen, dann machen wir das auch. Mhm. Und da haben wir geholfen. Unsere Mitarbeiter kamen natürlich auf die glorreiche Idee, also wir könnten die ja beim Rewe-Markt abgeben, gegenüber. Das haben sie auch versucht. Aber das wusste ich auch nicht, dass nach 200 Flaschen bekommt man dort Hausverbot. Weil der Marktleiter schier verzweifelt ist, wo plötzlich diese ganzen Flaschen herkommen. Und das war natürlich nur Spaß von dem Marktleiter, aber hat gemeint, wir sollen doch bitte aufhören, Becks Goldflaschen abzugeben. Und es hat sich auch nicht wirklich rentiert. Wir mussten dann einen Container kommen lassen, alles rein und dann wurden die gewogen. Aber das war schon ein hartes Stück. Sehr, sehr anstrengend. Das Besondere an dem Fall war gewesen, natürlich, die Mitarbeiter haben einen Bonus bekommen und wurden in eine Therme eingeladen. Unsere Mitarbeiter, das sind schon harte Knochen. Also da habe ich höchsten Respekt vor, was die da manchmal erleben, gerade bei Zwangsräumungen und teilweise sind ja auch psychisch krank. Das ist schon ein hartes Brot. Und dann haben wir es auch in die Therme eingeladen. Und das ganz Besondere ist, nach diesem Auftrag hat keiner gekündigt. Wahnsinn. Das ist
Das ist ganz toll gewesen. Und das ist auch ganz toll bei unserer Firma. Der Herr Subasic hat die ja vor 17 Jahren aufgemacht und seitdem hat noch nie einer gekündigt. Wir haben immer noch das gleiche Team, die sind immer noch bei uns, wir hegen und pflegen die. Und ich glaube, das birgt auch für Qualität, dass wir uns das hier nicht kündigen. Genau. Du hattest mir erzählt im Vorgespräch, ihr habt gestern 11 Räumungen gehabt. Das ist unfassbar. Also es ist ja wirklich ein sehr, sehr trauriges Kapitel, ja, dass ihr Zwangsräumungen machen müsst. Aber ihr werdet halt ständig vom Gericht beauftragt, ja, hier diese Räumungen durchzuführen. Und es hat enorm zugenommen, hast du auch gesagt, ja. Ja, die Aufträge werden immer mehr. Gewerblich wie auch privat. Ja, das ist es ist traurig, aber nun gut. Wir können es leider nicht ändern. Ist halt so. Ja, sehr schön. Ihr arbeitet wirklich sehr, sehr schwer. Das ist Knochenarbeit. Aber ihr tut auch trotzdem noch sehr viel Gutes, indem ihr nämlich hier das ein Altenheim unterstützt und auch sonst so als Sponsor arbeitet. Erzähl mal kurz. Genau. Ja, also es hat sich so zugetragen, wir hatten eine Räumung einer, nein, die Frau war verstorben und wir sollten es leer räumen. Und wir haben 120 Paar QVC-Schuhe gefunden, neu verpackt, neu eingeschweißt. Ich habe gesagt, die können wir doch jetzt nicht wegwerfen. Was machen wir denn da damit? Und da haben wir mit dem Nachlassverwalter gesprochen, immer, wenn wir sowas machen, immer mit Erlaubnis des Eigentümers oder wer dafür zuständig ist. Wir machen da nichts hintenrum. Wir haben um Erlaubnis gefragt, was wir mit denen machen dürfen. Und dann habe ich sie einfach kurzerhand ins Altenheim gebracht. Ja, und die Damen haben sich gefreut. Schuhgröße 38 bis 42 war alles vertreten. Das war richtig schön gewesen. Die haben sich gefreut. Auch wenn wir andere Sachen finden, die bringen wir auch alles in Altenheime, in verschiedene Altenheime. Da kennen uns ja teilweise die Leute auch schon. Und ganz wichtig ist, wir bringen da keinen Müll hin, wir bringen da nichts Schlechtes hin. Nur das Beste, neu verpackt. Also, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Das Kann wirklich man nur das sich gar nicht Allerbeste. vorstellen, dass jemand so viel Schuhe kauft und sie noch nicht mal auspackt Ja. und sie dann irgendwo rumliegen. Also, was wir für Dinger finden, Wahnsinn. Ja, ansonsten offizieller Sponsor der SG Saul haben E-Jugend Mädchen. Naja, man kann sich ja denken, welche Mädchen da spielen. Aber wir sind die einzige Entrümpelungsfirma, die sowas macht. Und da bin ich stolz drauf. Wenn wir irgendwelche Sachen finden, auch mit der Erlaubnis des Vermieters, hatten wir letztens, haben wir ein bisschen Kleinkram gefunden, da habe ich gefragt, darf ich das verkaufen? Da hat er gesagt, ja, weg damit, es wird sowieso auf die. Ich versuche es mal, da haben wir 50 € eingenommen. Wahnsinn. Und die 50 € haben wir natürlich dann direkt gespendet. Das auch Kleinvieh Okay. macht. Ja, sehr schön. Dann kommen wir auch schon zum Ende. Ja, ich bedanke mich sehr bei dir, Erik, dass du hier zu mir in das Online-Seminar gekommen bist, deine Zeit hier gegeben hast, um uns mal das Entrümpeln, Haushaltsauflösen näher zu bringen. Weil ich glaube, viele Leute haben gar nicht so eine Vorstellung davon, was das für eine Knochenarbeit ist, was das, wie viel Zeit auch drauf geht, bis man so einen Haushalt aufgelöst hat, bis alles raus ist. Ja, das ist schon, ja, hast du uns einen guten Einblick gegeben. Ja, und ja, vielen Dank, Erik. Und hast du noch vielleicht noch irgendwas anzubieten, den Kunden, dass du vielleicht noch für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung stehst? Wohl, das machst du ja ohnehin, ja? Ja, und jetzt ist der Herr Lorenz raus und ich beschließe aber dieses Online-Seminar. Mein Angebot ist, wie immer gerne Einzelberatungsgespräch, Marktwertermittlung, in Sachen Immobilienverrentung stehe ich gerne für Gespräche zur Verfügung. Ja, rufen Sie mich einfach an und das Webinar bzw. das Online-Seminar werden wir dann
auch wieder auf YouTube stellen und auch die Kontaktdaten werden Sie dort von der Firma JS Haushaltsauflösungen finden. Ich danke sehr, ich schließe das Webinar und wünsche einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.